Hey Nils. Guten Morgen. Ach. Hey. Hey. Komm mal her, keine Angst. Hey, pass auf. Oh, der darf nicht aus der Wohnung raus. Komm her. Hast du die ganze Zeit so gejault? Oh. Nils, passt du auf, dass der Hund nicht aus der Wohnung läuft? Alles gut, ganz ruhig. Hm? Ganz. Scheiße. Das darf doch nicht wahr sein. Alex, kommst du mal? Was ist? Das glaubst du nicht. Das war Sarah. Das kann aber gar nicht sein. Offiziell wohnt ja in der Silvianeta. Ja, aber das ist doch Sarah. Oh Gott, ich versuche sie anzurufen. Jetzt können wir nur beten, dass hier im Raum kein Handy angeht. Was ist denn hier passiert? Geh nicht ran. Was ist denn hier nur passiert? Also, ich hab's gecheckt. Hier in der Wohnung ist tatsächlich eine Silja Nähter gemeldet. 36 Jahre alt und arbeitet als Gogo-Tänzerin. Gut, danke. Hallo. Sarah, Gott sei Dank. Sarah, oh Gott, da bist du. Ich freue mich so, dass du da bist. Ja, es ist mein Job, aber ich freue mich auch, euch zu sehen. Alles okay bei euch? Krieg jetzt bitte keinen Schreck, okay? Okay. Das ist nicht meine erste Leiche. Oh, shit. Die sieht ja aus wie... Ja, wie du. Was meinst du, warum wir uns solche Sorgen gemacht haben? Eine Doppelgängerin von mir. Was geht hier ab? Das kriegen wir hoffentlich bald raus. Die hat die gleichen Tattoos wie ich. An der gleichen Stelle. Ich guck mal, wo der Hund ist. Alles okay bei dir? Die Frau hat eine Schädelfraktur, vermutlich die Todesursache. Und anhand der Leichenstarre würde ich sagen, der Todeszeitpunkt war vor 10, 12 Stunden. Ich schau mich mal um. Sarah, guck mal bitte. Ist das nicht auch dein Duft? Was geht hier ab? Ich habe keine Ahnung. Kommt hier mal. Ich habe hier was gefunden. Die ganze Sache wird immer abgedrehter. Hier, guckt mal. Das bin ich. Definitiv. Die Frau hat mich beobachtet. Warum? Sarah, ich verspreche dir, das kriegen wir raus. Wir checken jetzt erstmal ihr Umfeld. Vielleicht weiß da jemand was. Ja, haltet mich bitte auf dem Laufenden. Ich muss wissen, was hier abgeht. Natürlich machen wir das. Die hat mich beobachtet. Warum beobachtet die mich? Das ergibt keinen Sinn. Alex, ich bin gleich in der Bar. Ich bin echt mal gespannt, warum der Ex-Chef ihre Miete gezahlt hat. Nee, passt schon. Kümmer du dich mal um den Hund, ich mach das ja allein. Sag mal, ist die Leiche von Froneta eigentlich schon in der Pato? Das ging aber schnell. Gut, du meldest dich, wenn es Neuigkeiten gibt, okay? Gut, bis später. Ciao. Habt ihr nicht mal ein bisschen mehr. Mach mal nicht so einen auf steif. So. Mach mal ein bisschen lockerer, zeig mal ein bisschen mehr Bewegung. Zeig mal deine roten Kurven und dein Sexy Appeal. Ja, komm, da geht noch ein bisschen was. Hallo. Guten Tag. Guten Abend. Wir öffnen leider erst um 18 Uhr. Oder wollten Sie sich gerne bewerben als Gogo-Tänzer hier und ein bisschen an der Stange tanzen? Das nehme ich jetzt mal als Kompliment, aber ich bin beruflich hier. Kripo, Ritter mein Name. Es geht um Silja Nähter. Oh, Silja. Die arbeitet schon lange nicht mehr hier. Ja, ich weiß. Die wurde heute tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Was ist da jetzt genau passiert? Tja, das versuche ich herauszufinden, indem ich ein paar Antworten sammle. Zum Beispiel, warum Sie Ihre Wohnung gezahlt haben. Na, ich und die Silja, wir waren zusammen und jetzt vor 3 Monaten haben wir uns getrennt. Und Sie wissen ja, wie es so ist. Ich wollte sie nicht im Regen stehen lassen, deswegen habe ich ihre Wohnung weiter bezahlt. Sonst hätte sie auch nichts gehabt. Ihre Mutter hat gesagt, dass sie als Gogo-Tänzerin komplett aufhören und ein neues Leben beginnen wollte. Hat Sie das verärgert? Was wollen Sie mir jetzt hier unterstellen, bitte? Ich will Ihnen überhaupt nichts unterstellen. Wo waren Sie gestern Abend zwischen 20 und 23 Uhr? Ja, wo soll ich da schon gewesen sein?
Ich habe mit meiner schicken Gogo-Tänzerin Jana hier einen schönen Abend gegönnt. Ich habe jetzt freigegeben und wir wollten halt mal einen Abend zu zweit machen. Sie wissen ja sicherlich, wie das so ist, oder? Schatzi, kommst du mal bitte? Kannst du den netten Herrn, den Kommissar, mal bitte erklären, dass wir gestern Abend zusammen waren? Ja. Sicher? Ja. Du hast es ja gerade mitbekommen, oder? Dass sich Silja tot in der Wohnung aufgefunden hat. Ja, ich habe es gerade schon mitbekommen. Schlimm, aber wer weiß, was da los war. So schräg, wie die in letzter Zeit drauf war. Hey, jetzt komm. Was heißt denn schräg? Naja, die Alte hat sich total verändert. Wie die plötzlich aussah, war ja nicht normal. Hallo, jetzt entspann dich doch mal. Also bitte. Ja, die ganzen Schönheits-OPs. Die haben sie total zum anderen Menschen gemacht. Schönheits-OPs. Haben Sie vielleicht ein Foto von ihr vor den Veränderungen? Ja, klar. Haben Sie eine Ahnung, warum sie sich so oft unter das Messer gelegt hat? Ehrlich gesagt, nein, kann ich nicht sagen. Entschuldigung. Alex, was gibt's? Okay. Alles klar, bis gleich. Ciao. Falls Ihnen noch was einfallen sollte, hier ist meine Karte. Schönen Tag noch, ja? Alles klar, ciao. Ciao. Und du, Mama, jetzt ein bisschen weiter, okay? Hallo, ihr beiden. Hey, Robert. Oh, guck mal hier, der Arme. Der sucht die ganze Zeit verzweifelt nach seinem Frauchen. Ja, das ist wirklich traurig, Alex. Aber ehrlich gesagt interessieren mich die Ergebnisse der Obduktion ein bisschen mehr. Hast du die gemacht? Die Ergebnisse der Obduktion. Hast du die Obduktion gemacht? Ja, das war so surreal. Fast schon, als würde ich mich selber aufschneiden. Also, faszinierend und widerlich gleichzeitig. Ich wollte unbedingt wissen, was hier los ist. Ja, okay. Silja Nähte hatte Wangenimplantate drin, hat sich die Nase so operieren lassen, wie meine das Muttermal spritzen lassen und jedes Tattoo machen lassen. Jedes. Ja, sowas in der Art habe ich schon gedacht. Was? Wieso? Die Ex-Lava hat mir von den OPs erzählt und mir ein Foto von früher gezeigt, wie sie damals aussah. Das heißt, diese Frau hat sich zu mir umoperieren lassen? Warum? Das konnte er mir auch nicht sagen. Irgendwo hier muss es Unterlagen geben. Ha! Zu diesem Schönheitschirurgen, der diesen Klon von mir erschaffen hat. Sarah ist total durch den Wind. Wir müssen sie da echt ein bisschen rausziehen. Okay, dann müssen wir jetzt erstmal den Chirurgen ausfindig machen. Vielleicht kann der uns ja sagen, was es mit dieser seltsamen Verwandlung auf sich hat. Das Opfer hatte doch Wangenimplantate. Ja. Vielleicht haben die ja Seriennummern. So wie Brustimplantate. Ja, keine Ahnung, guck mich nicht so an. Natur pur. Ja, aber wenn die Seriennummern haben, dann kriegen wir die Adresse von dem Doc auch raus. So. Wie kann ich Ihnen helfen? Eine Ihrer Patientinnen, Silja Nähte, wurde heute Morgen tot in ihrer Wohnung gefunden. Wir bräuchten ein paar Informationen zu der Frau. Das tut mir sehr leid, aber Sie müssen verstehen, ich darf keine Informationen über meine Patienten rausgeben. Ja, wegen der Schweigepflicht, das wissen wir. Aber Sie müssen auch verstehen, dass wir den Fall aufklären wollen. Und dafür brauchen wir diese Infos. Naja, ich kann nur sagen, dass die Frau Nähte ist zu mir mit einem Bild von einer Frau gekommen. Wollte genauso aussehen. Hat sie Ihnen gesagt, warum sie so aussehen will wie die Frau auf dem Foto? Nein, hat sie nicht. Aber Sie werden sich wundern, was die Leute sich wünschen. Ich bin letztendlich nur ein Dienstleister. Und Sie machen wirklich alles, was die Menschen wollen, ja? Ist ja ethisch ein bisschen fragwürdig, oder? Warum? Wenn jemand sich vielleicht eine kleinere Nase sich wünscht, warum soll ich das nicht machen? Also ich bin eigentlich ganz happy. Aber bei Menschen, die ganz offensichtlich eine psychische Erkrankung oder psychische Probleme haben, ist das doch eine ganz andere Sache, oder? Ich mache einfach meinen Job. Aber fanden Sie das nicht merkwürdig, dass Frau Nähte genauso aussehen wollte wie diese Frau auf dem Foto? Die Frau wirkte total normal. Okay, gut. Dann war's das erstmal. Danke. Wiedersehen.
heute Nacht nochmal über diese Schönheitsärztin nachgedacht. Die macht mich echt wütend. Wie abgebrüht die ist. Unglaublich. Hauptsache der Rubel rollt. Moin, Übernausen. Na, meine Kleine. Morgen, Philipp. Komm mal hier. Na, alles gut. Wie geht's dir denn? Willst du auch mal? Ja, so schnell bist du abgeschrieben bei den Mädels. Morgen. Morgen, grüß Morgen. Euch. Und? War noch was auf dem Laptop? Hast du noch was gefunden? Ja, gerade in diesem Augenblick. Ich hab das schon mal überspielt hier. Schaut euch das mal an, das ist wirklich sehr interessant. Du wirst noch so viel mehr blechen. Neueste Karre übrigens. Wird jemanden erpresst? Vielleicht den Besitzer des PKW. Sieht man denn das Kennzeichen? Und ich guck noch mal. Da, was macht da? München. München. DQ. Okay, Leute, dann müssen wir alle PKW Peugeot hier in der Stadt mit der Buchstabenkombination überprüfen. Das sollte nicht so viel sein. Ich mach mich ran. Alles klar, vielen Dank, Philipp. Kann ich das noch mal sehen, das Video? Klar. Ich mach schon. So viel mehr blechen. Mit der K11? Gruber. Ich wollte nur klarstellen, Armin war eine Nacht nicht bei mir. Er hat mich gezwungen, das zu sagen. Frau Huber, könnten wir uns vielleicht noch mal kurz treffen? Dann können Sie mir das in Ruhe erzählen. Klar, sie kann ruhig kommen. Ich bin immer noch in der Bar. Putzfrau bin ich hier nämlich auch noch. Alles klar, bis gleich. Tschüss. Ja, dann mal los. Armin Kops, Alibi ist gerade geplatzt. Ich mach das schon, Alex. Bleib du mal hier bei dem Hund. Ja? Sicher? Ja. Ja. Na gut, komm. Kann ich noch mal sehen? Ja, Oma. Ey.